Hallo, ich bin's, dein Onkel Argyle. So, das ist jetzt die letzte Folge vor Alpha 10. Die Folge dürfte am Montag veröffentlicht werden, beziehungsweise heraufgeladen, beziehungsweise veröffentlicht. Ja. Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf die Alpha 10, denn langsam wird es etwas langweilig. Ich werde hier auch gar nicht mehr so viel machen. Ich habe nur noch eine Idee. Mal gucken, wie es aussieht. Ich möchte nämlich gerne hier eine Plattform ranmachen. Und zwar, falsch. Wenn heute Nacht die Horde kommt, dann möchte ich mich hier oben auf der Plattform aufhalten. So als, naja, krönenden Abschluss in etwa für die Alpha 9. Ich habe mir gedacht, was ich sonst noch machen könnte, aber ich denke mir, das ist okay. Vielleicht am Schluss noch mal etwas, ja, naja, spannend. Vielleicht gibt es noch was zum Lachen, wenn die Zombies kommen. So. Kann ich mich da oben, wo das Fenster ist, kann ich mich herausschlagen. Und dann setze ich mich da oben auf die Plattform und warte. Gut, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt heute noch schaffen. Bin natürlich wieder nicht drauf geguckt, wann ich gestartet habe. So, machen wir mal noch ein paar Frames, wenn wir schon einiges brauchen. Machen wir 31, die dürften genügen. Die dürften genügen. Gut. Ja, doch, 1, 2 und dann mache ich mir hier nochmal. Genau. So mache ich das. So mache ich das. Ah, ich bin wirklich gespannt, was jetzt dann in der Alpha 10 kommt. Vor allem, wie es dann aussieht, wenn die Zombies ja wirklich stärker auf, auf Campfires etc. reagieren sollen, beziehungsweise auf Forges, dann muss man sich das überlegen, ob man nicht die Produktion auslagert. Denn wenn das alles im Häuschen drin ist, könnte es unter Umständen. Oh, eine Horde. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Was heute sowieso die letzte Folge ist, werde ich hier, glaube ich. Naja, genau. Na komm her. Oh, es ruckelt mal wieder. Oh, es sind ganz schön viele. Jetzt natürlich das Problem. Ich brauche was zum Essen. Ich brauche schnell was zum Essen. Ja, zum Glück haben wir noch genügend.
So. Wo haben wir denn hier mal? So, na komm her. Ups, der war nichts. Der war gar nichts. So, na kommt her. Das sind ganz schön viele. Ja, und wieder daneben geschossen. Ich bin der Profi. Ich bin der Profi. Okay, ich wollte jetzt eigentlich den Vorderen treffen. Na, was ist denn jetzt los? Habt ihr diesen Grafikfehler gesehen? Das war nicht so schön. Jetzt schon wieder. So, gucken wir mal hier vorne. Na kommt her. Plunk. Nicht da drauf hauen. Da bin ich noch nicht fertig mit dem Bauen. Oh. Ihr, wenn eure Köpfe halt mal ruhig halten könntet. So, komm her. Und du. Und du. Und du. So. Du. Und du. Wie sieht's denn aus? 134 Schuss. Das passt doch. So. Okay. So. Na, das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Ah, hier, komm her. Okay. Ja, ja. Na, also warte mal zu lang, bis du da bist. So. Ist jetzt noch einer oder sind die alle weiter marschiert? Nee, so wie es aussieht, sind jetzt alle weiter marschiert. Na gut. Dann können wir da unten oben mal weitermachen. Natürlich haben wir hier wieder diesen hier. Okay. Was mache ich denn? So. Nee, nee. Hallo? Ach, das Auto ist im Weg. Super. Wollen wir das ein bisschen verschieben oder... Jo, funktioniert. Sehr schön. So. Und so. Reichen noch nicht ganz, oder? Jawohl, doch. Könnten genügen. So, dann werden wir mal aufwerten hier. Jetzt richtig die Plattform oder Ding. So, mal gucken. Naja, okay. Na, 17:43 Uhr, vielleicht schon was in der Folge doch noch mit der Nachtwarte. Das ist natürlich, wenn das Auto daneben steht, das Problem. Wenn die da drauf kloppen, dann kann es natürlich sein, dass das Auto in die Luft fliegt. Und wir dazu. Aber auf der anderen Seite, das heute ja sowieso die letzte Folge ist. So egal. Dann fliegen wir halt mit in die Luft. Na? Aber irgendwie ruckelt etwas.
weiß nicht, woran das liegt. So. Und jetzt gehe ich mal innen rein, muss ich mal gucken, da muss ich ja dann ein Loch durchschlagen. So. So. Den habe ich noch hier. Jawohl. Okay. Das ist dann, glaube ich, hier, oder? Jawohl. Das ist hier. Ach Gott. Ach, das sind vier. Genau, und rein komme ich auch wieder, genau. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwo Fackeln habe. Oh, wow, 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 wow. Nein, Fackeln. Oder sehe ich jetzt nur keine? Ne, ich glaube Fackeln nicht mehr. Den kann man jetzt auch hier rein tun. Fackeln nicht mehr, aber zweimal Gras. Brauche ich natürlich auch nicht mehr hier. Na gut, dann stellen wir uns zumindest da draußen noch zwei Fackeln hin. So. Ja, genau. So ist es okay. Kann man nämlich darüber gehen. Flink. 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 Plonk. Könnte meinen, dass ich den Zombies ein Lied spiele. Okay. Die zwei habe ich dann. So. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 126 werden genügen. Entschuldigung. Die werden genügen. So, dann kann ich mich nochmal voll saufen. Und genügend essen. Denn das brauche ich ja dann sowieso nicht mehr. So, die Fackeln sind fertig. Die Fackeln sind fertig. Halt. Hier könnte man noch... Genau. Dann setzen wir eine hier und eine hier. So. Dann machen wir noch ein paar Sticks. Ihr wisst ja. Crossbow aufwerten. Beziehungsweise reparieren, nicht aufwerten. Wäre schön, wenn man den aufwerten könnte. So. Obwohl. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Wobei, das wahrscheinlich werde ich es nicht mehr schaffen. Mir ist nämlich jetzt gerade noch was eingefallen. Und zwar... Genau, Gunpowder zu machen. Aber ich glaube, für die Charges braucht man auch... Na, sag's mir. Für die Charges braucht man, glaube ich, auch Papier, oder? Ja, da habe ich natürlich jetzt nichts mehr. Naja, wird sich herausstellen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay. Ist da jetzt noch was drin? Nein. 400 reichen mal.
420 reichen auch. Dann gucken wir mal. Gunpowder Charge natürlich reicht. Ah, aber jetzt fällt mir was ein. Und zwar. Eventuell noch etwas Gras. Wenn wir schon kein TNT machen können, eventuell, dann kann ich vielleicht zumindest noch ein paar Rohrbomben basteln. So, wie viel haben wir denn? 15. Okay. So. Dazu muss ich jetzt aber noch einiges herstellen. Darunter muss ich nicht mehr. Gut. Ich stopfe jetzt einfach da die Sachen rein, die ich so nicht mehr brauche. Die hier brauche ich nicht mehr. Die hier brauche ich nicht. So. Erreicht. So. Jetzt brauchen wir das hier. Und dann brauchen wir noch hiervon. Nehmen wir mal zwei Stück. So. Jetzt musste ich kurz einen Schluck Kaffee trinken. Man möge entschuldigen. So. Hier, da. Ja, jetzt hätte ich genügend Sachen. Machen wir mal das. Kann man hierher. Jetzt hätte ich genügend Sachen. So, na komm. So, die haben wir. Dann so, sehr schön. Dann machen wir Iron Pipes draus. Und jetzt hoffe ich, dass ich die herstellen kann. Und zwar die Pipe Bombs. Genau. 15 Stück dürfte, glaube ich, genügen. Das dürfte, glaube ich, genügen. So, wie spät haben wir es denn? 20.46 Uhr. Habe ich eigentlich? Ja, ich habe. Habe ich unten die Türen zugemacht? Na, egal. Egal. Tja, wir hatten hier die Zombies wie die Kinder aus Christkind. Naja, okay, vielleicht nicht ganz. So, 63 Schuss für die Pistole, gut, 126 Crossbow Bolts. Das wird noch reichen, sage ich jetzt ganz einfach. So, wie sieht's denn aus? In der Zwischenzeit können wir eventuell den Rest
Noch hier reinkloppen irgendwo. Genau. Denn das brauchen wir eh alles nicht mehr. Machen wir die Taschen leer. Zum Großen und Ganzen. Genau, ich brauche nur noch die beiden Sachen. Und das hier. So. Haben wir denn hier eigentlich vorne noch was drin? Nein, gut. Alles leer, sehr schön. Ich werde jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, falsch, Mist. Mist. Okay. Okay. Blöd jetzt. Naja. Mit rechts anzünden, mit links werfen? Wahrscheinlich. Na gut. So, 22:13 ist. Ich hoffe jetzt natürlich, dass eine Horde kommt. Nicht, dass wir jetzt umsonst warten. Ja. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf die Alpha 10. Und auch die Leute von den Grandparents, mit denen ich zusammenspiele, die von hier mal aus grüße, ganz lieb. Die freuen sich natürlich auch schon alle drauf, denn langsam war die Alpha 9, ja, sage ich jetzt was, etwas ausgelutscht. Und jetzt freut man sich natürlich auf die Alpha 10, auf die Neuerungen. Und wie es ja heißt, soll die Alpha 11 ja auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Was da dann kommt, wird sich wieder herausstellen. Davon habe ich noch nichts mitbekommen, beziehungsweise wird es mit Sicherheit schon irgendwo stehen, was drin sein könnte. Weiß ich halt noch nicht, aber jetzt machen wir erstmal die Alpha 10. Ich werde dann nächste Folge mit der Alpha 10 aufnehmen und dann sehen wir mal. Es soll ja ganz neu sein, das mit dem Leben, dass man mit, ich glaube, keine Ahnung, mit wie viel, ach, 100% beginnt. Und wenn man stirbt, verliert man immer mehr Leben. Und ich glaube, 30% ist das Niedrigste. Und wenn man natürlich dann... Natürlich jetzt. So. So, die haben wir doch erwischt. Und was ist mit dir? So, was ist... Collect Pipe Bomb. Gucken wir mal. Yep. Das ist doch sehr schön. Na also, bumm. Schöne Löcher. So.
es werden ja immer mehr. So, guck mal doch mal. So, der ist hinüber, der Kamerad. Wen haben wir denn hier noch? Na? Ja, genau. Ah, hinten kommen noch ein paar angekrochen. Die holen wir uns natürlich auch noch weg. Wir haben schon 3 Uhr, sehr schön. Stehen hier oben auch relativ sicher. Ah, aber die Pipebombs waren nett. So, nur die sind jetzt wirklich alle... Seht euch das an, was da unten alles rumliegt. Ich sag's, ich liebe diese Woodspikes. Sind einfach klasse. So. Und der letzte. So. Alles tot. Alles tot. In der Tat. In der Tat. Bin ich ganz schön sicher. Reingeklopft. Ach, warum blute ich denn überhaupt? Ist ja sowieso sinnlos. So. Und das war's jetzt für die Alpha 9. Und wie könnte man Alpha 9, beziehungsweise wie könnte ich die Alpha 9 besser ausklingen lassen als auf meinen Spitzen stehend. So, das war's jetzt mit der Alpha 9 von 7 Days to Die. Wir sehen uns bei der Alpha 10 wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen freuen. Natürlich nach oben. Aber ich muss ja froh sein, wenn es keine nach unten gibt. Okay. In diesem Sinne, also macht's gut. Bye bye.